Paul vor der Hecke und wir sitzen auf Gottesdienstabstand. Mhm. Wir haben draußen alles mal aufgebaut, um draußen Gottesdienst zu feiern, ne? Mhm. Am Pfingstmontag und alles ganz ordentlich, aber auch gleichzeitig ganz geordnet und den Hygienemaßnahmen entsprechend. Ja, das ist eine schwierige Geburt, ne? Wir haben uns da nicht so ganz leicht getan. Wie macht man, ja, wie gestaltet man Gottesdienst mit Corona-Zeiten? Mhm. Mit Abstand, mit mhm. Distanz. Ja, schön, dass das Wetter wahrscheinlich schön wird, ne? Dann konnten wir rausgehen und unter freiem Himmel ein bisschen im Schatten durch den Kirschbaum, das ist schon ganz schön so. Ne? Und dann wird es auch, glaube ich, wirklich nett. Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 21, und wir lesen die Übersetzung der Basisbibel. Und der Text ist dort überschrieben mit Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren so verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Juda, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel neuen Wein getrunken. Der zweite Abschnitt ist überschrieben mit die Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu, ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun dort droben am Himmel und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde, Blut und Feuer und dicke Rauchwolken.
Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Inhaltlich geht es ja heute um die Pfingstgeschichte. Ja. Und ich frage mich immer, wenn ich diese Pfingstgeschichte lese, das sind ja diese ganzen Völker, die genannt werden. Mhm. Das ist ja das Grauen für jeden Lektor, diese Pfingstgeschichte. Ja, das stimmt. Und ich habe mal irgendwann nachgeschaut, was sind das eigentlich für Länder, die da genannt werden in dieser Geschichte. Und wenn man das geografisch nachgeht, ist wirklich so ein Kreis, der wirklich da oben im Nordosten beginnt und dann wird sozusagen ein Kreis gelegt, der irgendwie so um die bekannte Welt herumgeht. Mhm. Jedes Land umfasst sozusagen diese ganze bekannte Welt. Es ist ja auch, ein lukanischer, also Lukas hat das ja geschrieben, die Apostelgeschichte, zusammen mit dem Lukas-Evangelium. Das ist ja auch ein Programm. Mhm. Also Jesus ist im, das Werken Jesus ist im Lukas-Evangelium. Und dann treibt der Heilige Geist die Geschichte weiter und die Botschaft von Gott, Jesus, weiter. Und er treibt die gewissermaßen aus dem Zentrum Jerusalem weiter in die Welt. Und die Predigt oder das gute Wirken Gottes so, geht von dieser etwas engen Gestalt Israels hinüber in zuerst die Judenchristen, überall in der Welt und dann in den ganzen Weltkreis. Also es breitet sich alles aus. Und das ist das Programm und das kommt direkt am Anfang. Ne? Also die Pfingstgeschichte ist ja zweites Kapitel, beginnt direkt. Das ist der für das nächste jetzt, wie geht die Botschaft Jesu weiter? Da schreibt, wie geht die Kirche eigentlich weiter, weil es ist die Geburt der Kirche. Das schreibt genau der Lukas dann dieses ganze Buch Apostelgeschichte. Die Frage stellt sich, in der Tat, das ist eine moderne Fragestellung. Mhm. Jesus ist tot, wir sind keine Juden mehr. Mhm. Wie wirkt denn Gott weiter in der Welt? Wie kann man ihn in der Gegenwart sehen? Darum geht es eigentlich in dieser Geschichte. Und vielleicht sollten wir uns setzen, oder? Ja. Setzen wir uns genau. Doch ruhig. Den Stuhl. Ja, und da gibt es ja schon auch einiges, ne? Also wie dann der Lukas sagt, so wird Gott durch den Heiligen Geist in der Gegenwart. Also zum Beispiel eher universell, ne? Also für alle, die da sind und wie das Grundgesetz so schön sagt, also egal welche Rasse und welche Hautfarbe und vielleicht auch welche Religion, wirkt das Gute und Gott für diese Menschen alle. Dem muss vielleicht gepredigt werden, ne, wie dann Petrus es macht, aber erstmal sind die Ansprechpartner Gottes. So. Das ist schon auch schön. Und dann ist es ja sowohl, das ist ja das andere Ding, ein
sehr individuelles Geschehen. Ne? Mhm. Also Feuerflammen und Brausen des Windes und so. Und alle setzen sich auf die Jünger. Es gibt was ganz Individuelles. Mhm. Also der Geist Gottes muss irgendwas in mir verändern. Ne? Also ich muss es sehen. Und gleichzeitig in diesem Individuellen, was total bezogen ist auf die anderen, die da sind und die Menschen, die vielleicht sogar die Wesen, die um uns herum sind. Das ist schon auch fast ein bisschen revolutionär, oder? Also dass das, was mich im tiefsten verbindet mit Gott und dem Leben, etwas ist, mit dem ich zu den anderen kommen kann. Das ist schon auch ganz schön, oder? Muss ich drüber nachdenken, wo steckt dieses zu den anderen kommen können? Das Schiff, das sich Gemeine nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit. Ja, wie merkt man das? Also, ich merke es am meisten, wenn ich aus eigener Enge herauskomme, wenn mich irgendwas ganz tief bewegt. So, und ich merke, wenn ich da ein Mitgefühl kriege für andere. Also das zum Beispiel sowas wie die Angst um das Leben, ne? Man ist ja auch mit Corona-Zeit, dass ich das habe und es vielen so geht. Oder dass es sowas wie einen schönen Moment gibt, ne? Und dass dieser schöne Moment bei vielen in diesem Moment ist. Also Gott die Welt so geschaffen hat, dass das, was mich bewegt und auch ein bisschen reizt und durchs Leben torkeln lässt, so, ne? Dass er das irgendwie so geschafft hat, dass diese ganzen Gefühle, ganz tiefe Gefühle bei den anderen noch sind. Also jetzt gerade ist es so, ich habe im Umkreis jetzt einen Trauerfall. Und das, was da so passiert, bei denen, die trauern, da habe ich ein Gefühl für. Da weiß ich, es gibt ein Vermissen, eine Verzweiflung, ein Ärger. So, ne? Und das kann ich nachfühlen. Und dann hat Gott die Welt so gebaut, dass ich das verstehen kann und gleichzeitig mein Fühlen damit schwingen lassen kann, dass es nicht nur Verzweiflung gibt, sondern auch eine schöne Blume oder der Vogel, der singt. Und das finde ich wunderbar. Ich glaube, dass das ein bisschen Heiliger Geist ist. Gar nicht so eng gefasst, dass ich immer irgendeinen Glaubenssatz sagen muss. Aber Heiliger Geist ist auch wirklich, dass ich merke, ich bin da nicht einsam in meinen Gefühlen, sondern verbunden mit allen, die das auch fühlen. Im Schiff, das sich Gemeine nennt, muss eine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht.
Heiliger Geist als Verbundenheit? Ja, also ist ja, wir sagen ja, Heiliger Geist ist gleich die, der Geist der Kirche, mhm. so, der, die Kirche wird gegründet und das ist eigentlich das, die Verbundenheit, die wir, dass wir irgendwie Gott fühlen mhm. und dass wir untereinander göttlich sind, mhm. in diesem, dass wir fühlende Gottes sind, das ist der Heilige Geist, also das ist die, die Verbindung. Den Konfirmanden sage ich immer, das ist ein bisschen, stellst du dir vor, wie eine Telefonverbindung, so, wie eine Kommunikationsverbindung. Sehr, sehr, sehr direkt. Nur diese Kommunikationsverbindung ist so immer in meiner Vorstellung immer, oder primär ist das in meiner Vorstellung so diese, diese Richtung auf Gott hin. Oder ne, das Telefon richtet sich an Gott. Und der Gedanke, dass dieser Heilige Geist jetzt auch zwischen uns eine Verbindung mhm. macht, das ist so der für mich eher neue Gedanke, mhm. wo ich aber auch erst eine Haltung finden muss, mhm. weil was bedeutet das? Das Glaubensbekenntnis, ne? Ja. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische christliche Kirche. Gemeinschaft der Heiligen. Mhm. Und das ist genau drei Beschreibungen des Heiligen Geistes. Mhm. Also an den Heiligen Geist, die Gemeinschaft der Heiligen hinten, ne? mhm. die wir von Gott heilig werden. Mhm. Die, das macht der Heilige Geist. Und die allgemeine, ne? Christ, also Kirche mhm. als Gemeinschaft von diesen macht auch der Heilige Geist. Und deshalb ist das, was, was wir Heilige Geist nennen, können wir Gott zuordnen. Mhm. Ne? Aber können wir auch viel mehr, können wir auch ein Stück weit zuordnen, dem, dass wir schwingen. Mhm. Und dass eigentlich wir alle ein göttliches Spiel mit den anderen machen auch. Also im Sinne mhm. von wir gemeinsam schwingen wir. Und also der Heilige Geist ist ein Gemeinschaftsding. Also ein Gemeinschaftsding. Sieht man ja auch. Ne? Alle sitzen zusammen und beten und dann kommt die Feuerzunge zwar mhm. auf jeden Einzelnen, aber auf alle auch. Mhm. So. Dann ist es ja ein schönes Bild, wenn wir in dieser Gemeinsamkeit zum Beispiel jetzt wieder den ersten Präsenzgottesdienst feiern. Genau. Oder überhaupt, ja, weiß man gar nicht, ob wir das Präsenzgottesdienst noch, wir können es Präsenzgottesdienst mit gutem Recht sagen, auch wenn die Form vielleicht anders ist, wie wir es gewöhnt sind. Formen sind sehr individuell, ne? mhm. aber das, was ja Gottesdienst ist, ne? wir kommen zusammen und zwischen uns schwebt was wie, dass wir Gotteskinder sind mhm. und dann haben wir Verbindung zu oben und untereinander. So, dann ist es Gottesdienst. Dann. Thank you.
Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen Und so bitten wir um den Segen. Und zu Pfingsten und nicht nur zu Pfingsten sagen wir ganz oft, komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Und wenn der Heilige Geist bei uns einkehrst, wenn du, Gott, bei uns einkehrst, dann geht es nicht nur darum, Verbindung zu finden, dann geht es nicht nur darum, Verbindung zu finden zu dir, Gott, sondern es geht auch darum, ein Gefühl zu bekommen für den anderen. Ein Gefühl, das uns verbindet. Wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein, bitten wir um Gemeinschaft, um Geborgenheit zwischen dir und mir.
Und so segne und behüte uns der allmächtige Herr. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Amen.